Nun, wir sind jetzt irgendwie schon 2 Stunden, naja, fast Stunde 43 Minuten online. Jetzt halt mit dieser Unterbrechung. Aber gut, da kann ich ja jetzt nichts für. Ne, und ja, das gefällt mir sogar richtig schon. Ne, vor allem ist es wirklich entspannend. Also, es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, auf jeden oder auf gar keinen Fall wiederholen. Na, also doch, ich bin da ein absoluter Fan von. Aber, wie gesagt, damals habe ich mir ja das 3D-Fahrschule-Simulator mal gekauft. Halt für die Fahrschule. Mhm. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Okay. Ne, und ich bin mir am Überlegen, ob ich das mal einfach mal so zum Antesten, um zu gucken, wie es ankommt, wirklich mal laufen lasse. Mhm. Ja. So. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal was probieren. Mhm. Na, jetzt hatte ich nämlich gerade, ich habe mal wieder einen Download-Test gemacht gerade. Ja. Und da hatte ich jetzt, 18 Megabit pro Sekunde. So, jetzt muss ich mal gucken. 18 Megabit. Es sieht nämlich so aus. Nee. Jetzt komme ich durchschnittlich auf 12 Mbit. Ja. Heute Nachmittag war ich noch auf 8 Mbit durchschnittlich. Mhm. Okay. Ja, wie gesagt, ist es immer noch das Problem. Meinen lustigen. Nun, liebe Zuschauer, was denkt ihr? Soll ich mal die 3D-Fahrschule mal auspacken und einfach mal irgendwie so eine Stunde mal laufen lassen? Ja oder nein? Bitte, ihr entscheidet. Gut, wahrscheinlich werde ich es eh machen. Ich sag's mal so, du kannst ja mal bei Google nach 3D-Fahrschule gucken. Auf YouTube. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Moment. Mhm. Mal. Weil die Software ist für mich ist auf mich lizenziert. Gibt es. Okay. Und so, es heißt, es ist ein ziemliches Grauen. Aha. Aber man lernt dabei. Zum Beispiel korrekt den Schulterblick ausführen. Okay. Mhm. Ja, muss ja auch richtig gemacht werden, ne? Ja, es muss knacken. Dann ist es auch richtig ausgeführt. Genau. Ach ja. Oh, heute gab's mal wieder ein kleines Erdbeben bei uns. Was? Es gab ein kleines Erdbeben hier in der Nähe. Bergbau oder was? Erdbeben. Ja, aber durch Bergbau. Nein, richtiges Erdbeben. Okay, passiert hier das häufiger? Nö, aber hier... Wir hatten vor 2 Jahren im Mai, hatten wir in Prag, in Nordschleswig. Mhm. Hatten wir in der Nähe der Grenze, hatten wir ein Erdbeben mit einer Stärke von 4,2. Okay. So, die Sache ist die, ich wohne einige, gut 200, 300 Kilometer davon entfernt. Mhm. So, und wir haben es bei uns hier gespürt. Weil wir auf einer Ausstrahlungswelle davon liegen, also einer Gesteinsschicht,
die das Ding übertragen hat in die in unsere Richtung. Ah ja. Und da haben bei uns hier die Fensterscheiben vibriert und die Türscheiben unter anderem. Und bei anderen die Heizung geklirrt. Okay, aber ich sehe hier gerade, wir haben Heldertag und ich fahre hier die ganze Zeit mit Fernlicht hierher. Ups. Ups. Ja, und wie gesagt, da hat mir das Erdbeben, haben wir uns auch ausgewundert. Hä, was war denn das? Ja, das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Ja, und das ging ja auch durch die Zeitung hier groß, dass hier das Erdbeben überall gespürt wurde. Okay. Da wurde es sogar in Leipzig gespürt, unter anderem, und Erfurt. Und dann gab es Regionen, die fast daneben lagen, eigentlich in dem Sinne, wie zum Beispiel Annaberg-Buchholz. Da haben sie gesagt, wir haben nichts davon gemerkt. Aber da guckt man echt hier blöd, dass wenn das auf immer so anfängt mit hier. Ja, wie. So. Gibt erstmal so einen Knall und dann brummelt es erstmal kurz. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Und dann fangen an, die Fenster und hier Türen zu vibrieren. Weil so hast du nichts gemerkt, dass es irgendwie schwingt oder sowas. Aber die Fensterscheiben und hier Türscheiben haben halt angefangen zu vibrieren. Für ein paar Sekunden. Okay. Also ich sag's mal so, da würde ich persönlich doch ziemlich einen Schiss kriegen, erstmal im ersten Moment. Ja, ich meine, wenn du nicht weißt, was es ist, wenn du denkst, hat hier irgendwas hier. Man hat's ja manchmal, wenn so hier Flugzeuge über ihn drüber fliegen. Weil wir haben ja hier zum Glück keinen hier zivilen Flugverkehr bei uns drüber, sondern sind eine Militärflugzone. Okay. Ja. Da fliegen bloß ab und zu mal Militär hier Flugzeuge drüber. Also so Tornados-mäßig oder was? Nee. Sowas haben wir gar nicht. Oder Frachtmaschinen. Eher so Frachtmaschinen manchmal. Ah, okay. Aber eher ganz selten. Mhm. Und das Geile ist, hier, wir haben rechts und links immer die Flugzeuge. Aber direkt oben drüber keine. Ist ein Vorteil. Ja, ist durchaus logisch. Oh, sehe ich 15 Kilometer noch. Ui. Wahnsinn. Dann sind wir jetzt in Malmö angekommen. Malmö. Ging skandinavisch. Es liegt daran, dass wir jetzt in Schweden sind. Hey! Hast du die Schilder denn nicht gesehen? Was bist du denn für ein Beifahrer, ey? Ein Beifahrer, der sich die Augenlider von innen anguckt. Der sich die Augenlider von innen anguckt. So, nein, da geht's nicht her. Durch den Kreisverkehr aber jetzt. So, NC-Schemmelkölz. Und jetzt kommen wir an den Verladehof. Wow, was ist denn das? Muss ich da jetzt ernsthaft rein? Wir zählen mal, wie oft du aneckst. Oder du musst erstmal heil auf den Platz drauf kommen. Ah, hat geklappt. Hat geklappt. Ich bin ja gut. Oh, schon mal Warnblinker an. Ach, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Mirsch.
So. Dann gucken wir mal raus. Und nun sieht's auch nicht mal so gut aus. So, komm, Dicker. Komm mit deinem dicken Arsch rum. Ja. Ich sag nicht dazu. So, okay, aber den ziehe ich jetzt trotzdem noch mal glatt. Den drücke ich jetzt über die Ecke rein. Ja, mal sehen, wie viel der Endbeschädigung ist. Meine Fresse. Was ist denn da dran bitte so schwer? Also, der Auflieger steht quasi richtig drin. Nur halt in der falschen Parkbox. Na, da hast du wieder was zu lachen, ne? Ja. Immer doch. Ist so doof. Ich weiß. Aber jetzt drücke ich ihn richtig rein. Jetzt steht er. Gute Arbeit. Also nicht ausgezeichnet. Naja. Oh, ja, 1,4%. Ach, da kann ich mit leben. Gab ja immer noch genug Punkte. Tja. So, aber fortfahren, ja? Ich sag dir dazu lieber nichts. Als ob dich die Punkte eigentlich interessieren dürften. Doch. Weil die Kohle eigentlich bringen. Ich will nicht schon wieder nach Polen. Ach, Calais, das ist eine schöne Strecke. Ja, das ist eine schöne Strecke. Vor allem, die bringt Kohle. Ihr bringt mal eben für eine Tour 64.000. Und 61,08 Euro pro Kilometer. Das ist nicht gerade wenig, Asche. Das mag schon sein. Bloß wie viel ist noch übrig davon? Das ist die andere Frage. Ach, du bist so ein Assi. Okay. Ja gut, wir fahren direkt einen Platz weiter. Ha!